Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport FIFA 2 Schönbau. Wir befinden uns im unteren Abschnitt. Wir hatten ja einen Bahnhof das letzte Mal fertiggestellt und jetzt geht's an den anderen Teil des Örtchens da unten. Ja, der teilt sich so in zwei Abschnitte, nenne ich es mal. Und am Bahnhof hatten wir schon ein bisschen was gebaut, jetzt geht's links davon weiter. Ihr seht, ein Supermarkt ist schon platziert und jetzt geht's so ein bisschen ans Wohnquartier. Und da mache ich mir diesmal wirklich nicht die große Arbeit, sondern greife auf diese Vanilla-Gebäude zurück. Die nehme ich also hier fertig mit Einrichtung, zum Teil mit Straßenanschluss, zum Teil ohne, Hauptsache Gärtchen dabei und drumrum, damit ich das nicht mit Hand platzieren muss. Ja, das hat ein Stück weit was mit Faulheit zu tun, aber auch mit Geschwindigkeit. Ich möchte ja noch ein bisschen vorankommen, gibt noch einiges zu bauen und möchte auch ein bisschen Bähnchen fahren lassen. Demzufolge also hier fertig eingerichtete Gebäude. Und die mag ich sehr gerne. Ich nenne sie mal so nordische Gebäude. Entschuldigt mich, wenn das nicht ganz stimmt, aber im Urlaub jetzt in Bensersiel sah ich viele von der Art. Und wenn man aus Bensersiel rausfährt, Richtung Autobahn, gen Süden, Südwesten, da kommt man über so einen ganz langen Straßenabschnitt und da sieht man viele dieser Gebäude. Und das hat mich geprägt. Ich fand ich schon immer schön hier in diesem Setzkasten, aber da erst recht. Und irgendwie dachte ich mir, ah, das erinnert mich so daran und das fand ich so toll, weshalb ich die jetzt hier so auch gerne und viel verwende. Ich setze hier ebenfalls mit Grundstück, das macht es einfacher und schneller und überlege, was ich hier in diesem Eck mache. So ein bisschen Gewerbe wäre noch schöner, denn auch das sah ich links und rechts dieser langen, langen, langen Straße. Dass da mal hier ein kleiner Bauernhof war, hier ein Gehöft, hier so ein kleiner, ich nenne es mal industrieller Betrieb irgendeiner Art. Und so setze ich die auch hier. Praktischerweise hat er schon einen gebogenen Zaun, kann ich also in die Ecke setzen. Hier vorne schaue ich mal. Ein Gasthof auch, an so einem sind wir auch vorbeigefahren. Auf dem Weg von Bensersiel raus, war tot, nichts mehr zu holen. Verschlossen, am Eingang war schon leicht am Überwachsen. Und so setze ich den hier auch hin. Allerdings wird der hier noch in Betrieb sein. Ja, ansonsten Häuschen links und rechts, um das Ganze noch ein bisschen zu beleben. Ihr seht hier mit den Grundstücken ist das ganz praktisch. Da kann man das wunderbar aneinander pappen. Und dann ist es gut. Ja, Bauernhof wäre vielleicht noch schön. Ingo hat ja ein tolles Ding rausgehauen mit dem Borg. Den habe ich ja im oberen Abschnitt hier schon verwendet. Hier unten soll er nochmal kommen. Und Teile des Bauernhofs werden sich auch immer überall hier auf dieser Anlage wiederfinden. Das ist schön, weil man die auch farblich und so weiter ändern kann. Und natürlich dann halt auch dieses Gebäude, jenes Gebäude mit und ohne Tiere und Leute. Also schöne Varianz, weshalb es hier Verwendung finden wird in dem einen oder anderen Fall. In den Supermarkt richte ich nochmal geradeaus. Der war ein bisschen schief. Und dann dachte ich mir, was setze ich wohl daneben? Vielleicht irgendwie sowas Gewerbliches, aber irgendwie ist mir das zu kubistisch und irgendwie auch zu unpassend. Aber trotzdem ein kleiner Gewerbegebiet, Gewerbebetrieb wäre nicht schlecht mit Straßenanschluss. Und dann ist das okay. Ja, das Eck hier unten, was mache ich draus? Vielleicht eine Weide. Kommt nicht schlecht. Auch die sah ich natürlich beim Vorbeifahren. Ich sah Weiden hier und da und noch ziemlich viele Maisfelder tatsächlich. Also werde ich das jetzt hier übertragen. Also im Grunde ist dieser Abschnitt hier sehr norddeutsch geprägt, auch wenn wir jetzt hier kein Wasser haben. Aber wenn man von Bensersiel rausfährt, das ganze Stück da entlang, da ist dann auch kein Wasser. Also eher Feld und Windräder. Und letztere werden auch hier ihren Platz finden. Jo, eine Weide. Ich teile das Ganze so ein bisschen ab. Das hat man ja auch gerne mal. Und dann ist es gut hier neben. Entschloss ich mich dann, Felder zu machen. Die Weide an sich war mir schon ein bisschen zu groß. Und jetzt ist hier wieder die Schwäche der Zaunmord erkennbar. Ihr seht, sie nimmt ein Segment raus, setzt es wieder rein und ständig fliegt ein Teil raus. Ach, das ist nervig. Kommt dann aber gleich ein Tor rein. Jetzt Ackerfläche angepinselt in meiner gewohnten Methode, damit mir nichts ins Gras abhaut vom Gewächs. Oh, einmal vorplanieren, nenne ich es mal. Oh, und jetzt können wir es dann hier auch entsprechend bepflanzen. Ich guck mal, was wir so haben. Ja, ich habe hier so konvertierte Texturen aus Transport Fever 1. Ich habe hier die Transport Fever 2 Texturen und ich habe einige von Mario Tator. Die sind sehr schön, allerdings haben die Eigenschaft, immer irgendwie brutal in die Landschaft sich zu verteilen. Weshalb ich jetzt mal gucke, was ich hier nehme. Ich glaube, das ist eine Standard-Textur, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, die auch. Und das ist Mario. Also mir die Ackerfurcht ein bisschen zu riesig, also greife ich auf die Transport Fever 1 konvertierten zurück und da ist mir das Größenverhältnis irgendwie stimmiger. Ihr seht hier der Boden, der Acker, der umgegrabene, der sieht irgendwie stimmiger aus von den Proportionen her, was die Vertiefung angeht. Auch das hier ist eigentlich ganz schön, nehme ich nur allzu gerne, also hier aufgetragen. Boah, hier hinten wieder Mais. Oh, das hier müsste tatsächlich jetzt von Mario Tator sein, damit wir auch so ein bisschen Varianz reinbekommen. Sieht toll aus. Ne? Da sind schon dann tatsächlich die Maiskolben scheinbar schon dran. Das andere unten links ist nur grün.
Ja, und dann wird hier so ein bisschen Randbepflanzung hingesetzt. Wo einmal so, das ist Reet. Das habe ich auch gesehen. Da sind irgendwie so Drainagen zwischen den Feldern gewesen oder kleine Bachläufe. Und die waren natürlich zugewuchert mit so Buschwerk, aber eigentlich eher so Reet. Ja, ihr wisst schon, so Schilf. Deswegen auch hier die eine Reihe nur Schilf. Der Rest ganz normale Ackerbepflanzung oder Ackerbegrünung, Ackerrandbegrünung. Hier Buschwerk, ein paar Bäume. Ein bisschen einfassen hier zwischendrin. Auch nicht alles, soll ja auch ein bisschen was für den Bauer zum Fahren und Gehen übrig bleiben. Ansonsten hier irgendwas Waldrand verwendet, irgendwas Dschungel verwendet. Alles so ein bisschen. Und dann haben wir es auch schon eingefasst. Sehr schön und gut. Jo, Natur pur sozusagen. Jetzt Kühe rein, alle der gleichen Art. Auch da habe ich nochmal drauf geachtet beim Vorbeifahren. Er hat in der Regel Vieh der gleichen Art. Mal ist vielleicht ein anderes Fleckvieh dabei, aber ansonsten sahen sie alle gleich aus. Und allzu viel waren es auch nicht, deswegen nehme ich hier nochmal ein paar raus. Oh, jetzt kommt hier das besagte Tor rein, damit wir hier nicht eine Öffnung haben. Dank Mad Hatter haben wir hier was zum Verschließen. Super, so sieht es also schon mal ganz gut aus. Ja, was mache ich hier vorne? Da dachte ich mir halt, wie gesagt, nochmal so einen kleinen Bauernhof und das auf Basis von Ingos Gebäuden. Ja, da kann man ja aussuchen, was man möchte. Dann nehme ich dieses Teil hier und setze es so an, wähle mir so ein paar Optionen aus. Aber farblich passt auch gut zu diesem Industrieding und schon wird aus der Industrie so ein landwirtschaftlicher Betrieb. Jo, Ingos Hafen hat da schöne Teile. Ich dachte erst, ich nehme hier irgendwas aus diesem Landwirtschafts-Asset-Set, aber ich nehme tatsächlich den Hafenteil von Ingo, versetze es so ein bisschen und habe dann so eine Art Güterladerampe, was auch immer. Und da werden dann so Strohballen und so eingeschweißte Heuballen und so draufkommen. Seht ihr hier? Nehmen wir grün. In grün habe ich die tatsächlich vermehrt gesehen, auch in dieser Größe. Die standen eigentlich so wie hier auch. Ich lege sie hin, oder? Ach, lassen wir sie stehen, genauso wie ich sie auch gesehen habe. In so grüne Folie eingeschweißt. Oh, ich muss gestehen, ich weiß noch nicht, was diese Folie für eine Bedeutung hat. Ob die Farbe tatsächlich für Gras steht, also braun, grün für Gras, gelb für Stroh oder Heu. Ja, Heu ist ja Gras. Gelb für Stroh, weiß für, keine Ahnung. Das muss ich mal recherchieren, um rauszufinden, was es damit auf sich hat, wie gesagt. Ja, Strohhaufen hier hingesetzt. Ja. Weg rausgeführt. Zum Kartenrand, sage ich jetzt einfach mal. Der Weg führt so durch die Felder irgendwo hin. Das spielt jetzt keine große Rolle, wohin der führt. Aber irgendwohin soll er führen. So. Und dann machen wir hinten einen Besuchermagneten in Form eines Baums dran. So. Mal komm. Dann machen wir ihn dahin. Ja, hier so vielleicht. Ja, das ist doch gut. Das heißt, wir können so ein bisschen Besucherverkehr, also Fußgängerverkehr generieren. Okay, Landschaft haben wir. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Asphalt. Dann gehen wir hier an den Supermarkt dran und asphaltieren das. Beziehungsweise, ich setze Steine. Wenn ihr mal guckt, Supermarktplätze sind in der Regel nicht asphaltiert oder in den meisten Fällen nicht, sondern die haben solche, hier seht solche Steine irgendwie, so, ne? So Knochensteine oder so Platten oder was auch immer. Also setze ich die hier auch hin. So. So und so. Ja, und gut ist. So und so. Und dann natürlich brauchst du Parkmarkierung, was wir aber gleich machen. Ich wollte nochmal die Grundstücke gehen. Stell so ein bisschen die Einzäunung fertig. Ein paar Bäume gepflanzt, bisschen grün entlang der Straße. Und hier dann nochmal wohnen. Ich war mir, wie gesagt, nicht schlüssig, was ich mit dem Eck mache. Ob Industrie, ja, oder gewerblich, wohntechnisch. Aber jetzt ist es bewohnt. Zwischenräume werden bepflanzt. So. Okay. Zurück zum Bauernhof. Sieht soweit ganz gut aus. Ein Traktor. Natürlich. Hier von SM1. Und mein geliebter alter Traktor. Aber hier wird es ein Fortschritt 3000. Sieht auch schön aus. Ein bisschen ausgeblichen. Und dann das Ganze eingezäunt. Ich führe den Zaun einfach hier fort, den es hier schon vorgegeben hat. Das ist für mich okay. Ich habe tatsächlich auch gesehen, dass da so zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe nicht eingemauert waren oder mit hohen Zäunen umgeben, sondern auch tatsächlich mit solchen Holzzäunen. Die haben ja so ein Drahtgitter mittendrin. Das habe ich also auch gesehen. Demzufolge hier super passend und ist gut. Ja, ich mache den zu und da drüben auf und dann haben wir da die Einfahrt. Der Rest ist überwachsen, geht ja schließlich raus ins Grüne, kann so also ein bisschen beunkrautet sein.
Und dann hier Bäume, die das Ganze so zum Rest des Bereichs abtrennen. Ja, was machen wir mit dem Hof? Nehmen wir mal hier so Kopfsteinpflaster. So, malen es hier alles an. Und da drüben war ich mir nicht sicher, führe ich das fort oder was mache ich? Und da dachte ich mir, nehme ich hier einfach so eine Art Schotter. Also einen Ladebereich. Einfach so. Schien mir irgendwie stimmiger, passender. Ob dem so Realität so wäre, weiß ich nicht. Für mich war das aber irgendwie schöner. Hier vorne schotter ich auch ein. Das sind so Reste, wie auch immer, Bäume draufgesetzt. Boah, ragt ein bisschen die Straße rein, nicht so gut. Gefährlich für den Verkehr, aber das passt, denke ich. Begrünen. Oh, jetzt ist wieder schön. Ja, da wusste ich nicht, was ich mache. Ich hätte gern so ein Dach gehabt, was da so drüber reicht. Und habe hier in diese Assetsammlung geguckt. Und ich weiß, es gab so ein Dach mit so einem schrägen Überhang. Und ich habe es partout nicht gefunden. Also nahm ich erstmal hier so einen Schuppen von Joe Fried. Und den kann man nehmen, um hier so alles Mögliche an Gütern zu lagern. Aber das Dach ließ mir keine Ruhe. Also bin ich wieder durch. Das ist doch irgendwo, und ihr seht es hier. Forstwirtschaft, glaube ich, ist es. Oder beim Eisenwerk, weiß gar nicht mehr. Da haben wir es. Das ist ein bisschen komisch, weil aus mancher Perspektive wirkt es so dünn, wie ein Stück Papier und verschwindet auch. Aber wenn man so guckt, ist es passend. Da kommt jetzt der Misthaufen drunter. Hier so ein altes Auto vielleicht noch. War hier so abgestellt. Ist ja auch von Ingo. Und dann hier hinten irgendwas eingelagert. Hier diese Strohballen beispielsweise. So. Schön überdacht, damit sie nicht nass regnen oder nass geregnet werden. Hier so in Reihe und Glied. Haben wir nochmal einen Strohhügel. Strohhaufen, besser gesagt. Und dann hier nochmal solche Ballen abgelegt. Hier schön auf der Rampe, ne? Und dann hier so eine Tränke. Und diesen Strohhaufen, die beiden Strohhaufen, die werde ich nochmal erweitern. Es gibt nämlich so loses, auf dem Boden liegende Stroh. Das habe ich jetzt aber ad hoc nicht gefunden. Das suche ich nochmal und dann kommt das da hin. Ja, wo haben wir es denn? Vielleicht fällt es mir direkt in die Finger. Da ist es. Das habe ich gemeint. Ihr seht es hier, da kann man so ein bisschen lose Stroh verteilen, dann sieht es nicht so aus wie aufgeklebte Haufen und schon ist es ein Stück besser. Bietet sich auch an, hier so eine Heugabel oder Mistgabel reinzustecken. Zack. So. Bums, auch wenn die kein Mensch sieht. Nur Performance-Rüst wahrscheinlich. Aber mir war danach. Ihr wisst, ich bin detailverliebt und mag diese kleinen Spielereien. Jo, was haben wir noch? Mach diesmal was zum Holzhacken, weiß ich nicht, ob man es braucht. Ein Fahrzeug, so ein altes Kutsch, so ein Fuhrwerk wäre noch schön. Ein LKW sowieso. Aber so eine alte Kutsche, die haben wir hier auch bei Ingo und Deborg im Set. Guck mal hier, irgendwie sowas. In dem Stil vielleicht. Schön. Gut. Zurück zum Einkaufsmarkt. Bisschen beleben. Hier vorne gibt es so typisch, was man auch so in Supermärkten findet, Paletten mit Blumenerde. Erst dachte ich Obst, aber es macht keinen Sinn, steckt ja jeder einfach so ein. Aber hier so Paletten mit Erde verschiedener Arten. Kennt man ja, die sind meist irgendwie so am Rand vom Supermarkteingang oder oft, je nach Saison. Ja, eine Palette ist schon leer geräubert. Man unterhält sich, man geht einkaufen. Wie immer bei mir auf den Karten, man kennt sich. Man geht geschäftig seinem Tagwerk nach. Ja, und so ein bisschen, klein bisschen Belebung auf dem Supermarktparkplatz. Ja, hier ist mal ein Ladegut. Ja, ihr seht es hier, ganze Kiste, Steige voller Gemüse. Und ja. So, ein LKW wäre noch schön. Irgendwie so ein, wisst ihr, so ein Sattelzug, der irgendwas einlädt. Ja, gucken wir mal. Und ich war mir sicher, wir hätten einen Lidl-LKW. Da bin ich alles durchgegangen, habe gesucht, aber ja, ich habe mich getäuscht. Es gibt einen für Aldi, aber nicht für Lidl. Ach, vorher habe ich mich aber hier rumgeklickt und ich wollte unbedingt wieder so einen schönen 40-Tonner haben. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich liebe diese LKW. Auch bei meinen H0-Modell-Autos stehe ich total drauf. Das war immer super, so einen schönen LKW zu haben. Heute kann sich die kein Mensch mehr leisten. Ein Modellauto kostet schon irrsinnige 15 Euro. 15 Euro, wenn man einfach so umrechnet, waren damals 30 Mark. Das teuerste Modell hat 20 Mark gekostet. Das waren immer Herpa-Sammlermodelle in so einer Mini-Vitrine. Heute kostet ein Standard-Golf schon irgendwie 10 oder 15 Euro und ein LKW einfach 1000. Völlig übertrieben. Eine Modellbahn heute in H0 zu betreiben, macht einen pleite. Ja, aber wir haben sie hier, dank der tollen Modder. Und ich nehme jetzt hier einfach wieder einen von Biko. Der ist sehr schön. Ladefläche auf. Hier einen Hubwagen hin. Und dann Getränkekisten, dank SM1 haben wir da ein bisschen was an Flüssignahrung. So stapeln wir ein bisschen rein, vielleicht noch ein paar Alufässer, ansonsten Kisten davor. Da ist man also hier betriebsam und lädt, ihr seht es hier, Getränke aus, um sie in den Supermarkt dann zu verfrachten.
ein, zwei Arbeiter eventuell davor und dann läuft's. Gut. Soweit. So gut zum Supermarkt. Ja, hier haben wir hier noch einen kleinen Betrieb, den mauere ich jetzt ganz schlicht ein. Da müssen wir uns jetzt tatsächlich nicht groß verkünsteln. Ich habe also gemerkt, dass tatsächlich in den letzten Folgen ich gerne mal zurück auf einzelne Abschnitte auf der Karte gegangen bin, habe mal geguckt und so weiter, habe auch mal ein bisschen wieder was gedreht. Schön ist auch, wenn man mal irgendwie einem Bus folgt oder einem Zug, dann ist es immer schön, was zu sehen. Aber letzten Endes hat viel dann doch einfach nur Zeit gekostet und ist dann völlig in Vergessenheit geraten. Deswegen hier dieses kleine Areal einfach so, wie es ist. Vanilla, Zäunchen drumherum oder Mäuerchen, ein paar Bäume links und rechts. Und dann war es das tatsächlich in dem Fall auch. Da werde ich jetzt nicht noch groß Arbeiter platzieren, das, was ich sonst immer gemacht habe. Aber trotzdem wird es bei mir auch weiterhin Gebäude geben mit Miniszenerien, wo wieder irgendwas zu entdecken gibt, wo es wieder was zu entdecken gibt oder wo eine kleine Story sich abspielt. Hatten wir auf der letzten Karte schon, wo dann irgendwie Palettenklau im großen Stil war, wo die Polizei da war und solche Dinge. Ja, oder irgendwie ein kleiner Feuerwehreinsatz, Fehlalarm oder keine Ahnung. Das wird es natürlich noch geben. Aber nicht mehr im großen Stil. Jetzt gibt es wieder Feldreihen oder Felddreiecke, keine Ahnung. Ich trenne also hier wieder ein bisschen was ab. Ja, hier ist irgendwie ein Feld jeglicher Art. Mit wunderschöner Textur, wie ich finde. Und Felsen drin rum, im Feld. Ein Felsen. Ja, und dann hier wieder ein bisschen Mais. So. Oh, da muss nicht hundertprozentig da am Rand abschließen. Kommt eh ein Weg hin. Oh. Na, passt. Ihr seht, das erste Windrad steht. Also auch schon, ja. Die Windräder sind nicht schön. Die verspargeln die Landschaft. Ich habe das gerade an der Nordsee gesehen, habe wieder gedacht, das ist schon hässlich. Und jetzt bauen die ja Windräder, die noch irgendwie so, die sich nicht so wie die da drehen, sondern im Kreis. Also, wie soll ich sagen? Vertikal und horizontal. Da gibt es irgendwie zwei verschiedene Arten. Und die neuen, die sollen halt irgendwie Vogelschlag verhindern, leiser sein, sind ein bisschen weniger effizient. Und soll die Landschaft nicht so verspargeln. Aber ich weiß nicht, ob das so die bessere Lösung ist, weil die sehen doch beschissener aus. Wenn da drei nebeneinander stehen, dann hat man eine richtige Wand vor sich. Aber gut, mal gucken, was da kommt. Ist irgendwie, was ein deutsches oder Schweizer Startup, müsst ihr mal suchen. Und die werden wir demnächst dann wohl auch in den Landschaften finden. Da gibt es jetzt das ein oder andere experimentelle Projekt schon. Eins ist schon irgendwie in sich zusammengekracht. Da waren dann die Rotations- oder Fliehkräfte so hoch, dass es das Ding zerrissen hat. Geil. Okay, kleine Pferdeweide. Auf den Pferdekoppeln, nicht weit, auf den Koppeln stehen auch nie viele Gäule. Deswegen halt gerade mal so 3-4 Stück. Und dann nochmal dem letzten kleinen Gewerbegebiet gewidmet. Und wieder ein Mäuerchen drumherum gezogen. Kein großes Aufhebens gemacht. Wurde hinten abgeschlossen. Gut ist, kommen jetzt noch 2-3 Fahrzeuge rein. Boden ein bisschen angepasst. Auch hier so fertig. Zufahrt gleich noch gemacht oder geschaffen. Dann war's das. Hier so, zack, Einfahrt rein. Und dann eben so 2-3 Autos reingeworfen, damit es nicht ganz so kahl ist. Ah, schließlich ist ja hier immer irgendwas los. Hier ein T5 ist gut. Oh, so ein, weiß nicht, so ein VW Caddy oder ist, oder ich glaube, das ist eher so ein Ford oder so, ne? Wie auch immer. LKW rein. Vorne noch irgendwas, dachte ich hier so von Huge Dragon, gibt es das so schöne Dinger, wo so Leute was ausladen, aber irgendwie schien es mir dann doch nicht so passend, hier Äpfel auszuladen oder Melonen hat er, glaube ich, auch, oder Milchkannen. Also entschied ich mich dazu, einfach was anderes zu nehmen, und zwar hier aus dem russischen Paket, hatte ich mal irgendwo, wo ist es denn? Ach, das sind die Fahrzeuge. Muss ich nochmal da oben reingehen, wo haben wir es denn hier? So ein Lader wäre auch cool. Ich weiß gar nicht, warum die da so schief stehen, die Dinger. Aber die sind einfach viel zu groß. Baustellenfahrzeug macht keinen Sinn. Ah, da gab es irgendwie nichts, was noch passen könnte. Hier seht ihr die Baumaschinen auch nicht. Der von Huge Dragon, den von der Coal Mine, den Loader, den muss ich hier nochmal aktivieren. Das ist aus meiner Sicht ein Lader in der richtigen Größe. Habe ich aber nicht. Jetzt war es ein Traktor. Und jetzt gucken wir mal im Detail, wie das Ganze so aussieht. Also hier der Blick rüber auf das Windkraftwerk, sage ich mal, auf dem Lidl. Hier. Was Windrad, würde ich sagen. Dann hier die Bierentlader. Und ein Blick rüber auf die Kuhweide. Man sieht das Trafohäuschen, das zum Windrad gehört. Das sieht man also auch an Straßenrändern. Und guck mal, sieht doch schön aus. Ja, ich spiele mit den Vanilleeinstellungen. Das Licht gefällt mir. Links ist die Wolke einfach dupliziert, aber ist okay. Und so ein bisschen jetzt zur Herbstzeit, ein bisschen mal drauf achten, haben wir genau dieses Licht. Und da ist es schön. Also ich habe kein NEP an. Natural Environment Professional. Das ist ein super Mod. Aber ich spiele hier tatsächlich mit Vanilla, mit diesem gelblichen Touch.
Aber für mich ist er in Ordnung. Ja, wir haben also Herbststimmung, Septemberstimmung, die Kühe stehen auf der Weide, alles ist schön. Sonne scheint, heiter bis wolkig, leicht bewölkt bei uns hier im Abschnitt. Regenfrei die nächsten 3 Tage. Es hat hier ordentlich geregnet, deswegen viel Grün. So der Blick von hier oben, aus diesen kleinen, oder aus dieser Perspektive, oder aus dem Blick auf die beiden Örtchen. Ihr seht den kleinen Bahnhof hier rechts unten mit der neuen Kirche, die dazu kam. Hier nochmal so ein Trafohäuschen an der Weide entlang des Feldwegs. Sieht schon idyllisch aus, wie ich finde. Bisschen Vieh auf der Weide. Kleine Ackerflächen. Sind vielleicht ein bisschen sehr klein, muss ich gestehen. Ich habe auch ein paar kleine tatsächlich gesehen, aber die sind jetzt doch ein bisschen sehr, sehr klein. Dann muss ich mal demnächst die ein wenig größer konstruieren. Aber passt schon. Ja, der Blick in die Ferne, ihr seht's. Das ist der Rest der Anlage. Hier Zug, Vorbeifahrt. Und hier der Bauernhof am Rand, an der Straße. Kommt ganz gut, wie ich finde. Also gefällt mir durchaus. Also, Blick aus dieser Perspektive. Hinten die 2 Windräder. Es kommen noch ein paar dazu. Jetzt sind es erstmal 2. Das passt schon. Ja, hier die ganz kleine Pferdekoppel. Auch nochmal mit Blick auf den Hof. Da kann tatsächlich auch noch mehr drauf auf dem Bauernhof. Das kann so nach und nach dahingesetzt werden. Für den Anfang war es gut. Ein paar Apfelbäume stehen hier noch am Rand. Alles super. Da hinten seht ihr einen Zug vorbei. Ruckeln. Ja, das Ruckeln hat sich jetzt erledigt. Ich habe die Karte getauscht. Es war noch eine GTX 1060. Jetzt ist eine RTX 3060 drin. Und damit ist das Ruckeln passé. Erstmal. Mal schauen, wie lange. Gibt es aber in den nächsten Folgen noch was dazu. Da zeige ich dann auch tatsächlich Beispielaufnahmen im Vergleich, wie es sich entwickelt hat. Und jetzt ist es wieder schön flüssig. Keine ruckelten Autos, keine ruckelten Leute und Züge mehr. Also wunderbar. Aber ihr seht, wie das Ganze jetzt schon aussieht hier. Das ist schon selbst auf kleinster Platte zu viel für das Spiel und für die Karte. Da musste was getan werden für teuer Geld. Extra für das Spiel. Nicht, dass man schon eine M2 SSD dafür gekauft hat mit 2 GB Größe. Okay, sei es drum. Hier also nochmal ein kleiner Rundumblick über das Örtchen in 2 Teilen und den kleinen Bahnhof für den Schienenbus, die ja beide alle so sich so entwickelt haben und entstanden sind. Hier nochmal der kleine ländliche Abschnitt am Rand. Und drehen wir uns nochmal, ihr seht hier so Konstruktionen, so ein Mix aus Ingos Bauernhofteil und der Vanilla-Industrie, RAA, Stellwerk, der Rest vom Örtchen oder der zweite Teil des Örtchens, Gleisanlagen, also sieht schon schön aus. Oh, Zug wartet auf Grün, wenn man runterguckt, links haben wir dieses Verladeareal, wo auch die Fahrzeuge tatsächlich halten und ein- und ausladen. Und der obere Ort oben am Hügel. Wird ein Weg dran vorbei. Da kommen wir dann auch in Detailaufnahmen später nochmal dazu. Es gibt eine Folge, da gibt es dann nur Details. Das sind wunderschöne Sachen zu entdecken. Ich habe mich da schon ein bisschen ausgetobt. Das gibt es aber alles in 1 oder 2 separaten Folgen. Jetzt aber erstmal hier die Bauabschnitte. Das war's für diese Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.